Hallo Leute, willkommen zum 15. Let's Play Civilization 3. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Ich lade den Spielstand und begrüße euch. Wir haben jetzt 1110 nach Christus. Sind also schon ein bisschen in die Zukunft gereist. Ja, und haben fleißig gebaut, viele Städte aufgebaut. Und das wird jetzt auch weitergehen. Und das große Ziel aus dem letzten Let's Play war ja, dass wir erste Siedler auf den anderen Kontinent bringen. Und daran sollten wir jetzt ein bisschen arbeiten, dass wir vielleicht Siedler produzieren, die mit denen wir eben keine Städte hier auf dem eigenen Kontinent bauen, sondern die wir auf den neuen Kontinent schicken. Was allerdings auch nicht so ein ganz leichtes Unterfangen ist, weil der Weg ja doch recht weit ist. Könnte natürlich noch die Idee angehen, statt nach Westen zu reisen, einfach nach Osten zu reisen und hier irgendwo die ersten Städte auf dem neuen Kontinent zu bauen. Allerdings, also ist natürlich sinnvoll. Allerdings bin ich der Meinung, dass das im Westen, also im Zentrum der Karte, mit den Städten dann auch ein guter Aufbauort wäre, um diesen verbotenen Palast zu bauen. Weil die Korruption wird hier wahnsinnig hoch sein, nehme ich an. Aber der verbotene Palast wird die Korruption hier natürlich dann wiederum senken. Und dann haben wir wirklich zwei Orte, die auf quasi auf beiden Seiten der Welt, zwei Paläste im Zentrum der Karte, und eine ziemlich optimale Antikorruptionsabdeckung. Naja gut, dann gehen wir das Ganze mal an. Gar nicht mal so günstig der Ort, um eine Stadt zu bauen. Aber ich baue hier trotzdem eine Stadt, weil ich einfach den Platz hier nicht so leer lassen will und den Raum nutzen möchte. Nennen wir sie mal Bremen? Haben wir Bremen schon? Werden wir gleich sehen. Ja, wir haben schon Bremen. Was gibt es noch für Orte? Lübeck. Ist ja am Wasser. Gut. Erster Auftrag, Bibliothek. Nichts Neues. Hier müssten wir uns diesen Quadranten hier teilen, aber ich denke, da kommen wir jetzt auch nicht wirklich drum rum. Aber es ist ja wirklich nur dieser eine. Das ist nicht weiter schlimm. Und die Stadt nennen wir Regensburg. Hier baue ich erstmal ein Spearman, weil ich hier noch eine offene Flanke habe und. Oh, ich habe ja Verteidigung. Dann baue ich keinen Spearman. Library. Vielleicht gar nicht so dumm, da mal ein paar Minen zu bauen, damit die Stadt mal ein paar Schilde produzieren kann. Svestanpol baut eine Bibliothek und als nächstes ein Gericht. Und hier oben kam irgendwo Barbaren an. Muss ich nochmal gucken.
Ja, nächste Runde vielleicht mal aufpassen, dass mir dieser Arbeiter nicht in Gefahr geht. Nicht in Gefahr ist. Ja, hier hatte ich mir diesen Musketman erkauft. Jetzt kann ich den hier noch natürlich auch aufwecken und hier runterschicken. Weil ich wollte ja noch eine russische Stadt einnehmen. Hundertvierzehn Gold, da will ich jetzt nicht ein Drittel oder zwei Drittel davon ausgeben eigentlich. Aber eigentlich sind hier auch genügend Einheiten, um noch einen Angriff zu starten. Never mind. Warten wir eine Runde und holen uns dann Minsk oder Wladiwostok. Minsk ist wahrscheinlich cooler, dann haben wir hier die direkte Anbindung. Wladiwostok ist sowieso a fallen town. Ja, hier direkt mal die Straße bauen. Und hier war doch irgendwo auch noch ein Dorf. Nee, nicht ein Dorf, sondern ein Barbarenlager. Auch interessant. Aber weniger wichtig, das zu holen. Dann gehe ich jetzt hier nach unten. Universität fertig. Marktplatz next. Ein Gericht. Jetzt haben wir ja gar nicht mehr große Möglichkeiten. Jetzt müssen wir hier diese Seitenbereiche aufbauen. Erstmal die Ordnung wiederherstellen in den Orten, die jetzt hier so rumrumoren. Bremen. Stört jemand? Da stört jemand.
Zu der Einheit schicke ich jetzt einfach mal ans andere Ende der Welt. Auch zur Erkundung. Oh, hier und dieses Barbarenlager wegzumachen. Und dann auch, um die vielleicht mit rüberzunehmen. Auf den neuen Kontinenten, um die nächsten Städte zu verteidigen. Das war hier auch wieder nicht so gedacht mit dem Longbowman. Soll ich nochmal eine Einheit hier durchschicken? Ob das nochmal klappt? Spannend. Und die wecke ich jetzt hier mal auf. Katapult auf jeden Fall. Vielleicht lasse ich gerade den hier. Ah, ne, der ist halt auch eine gute Angriffseinheit. Den, lass ich den Horseman. Nee, nehm doch hier den und nutze den zur Verteidigung. Und, oh Gott, was mache ich denn hier für einen Scheiß? Gold holen. Ist ja auch leicht verdient. Was? Jetzt schon automatisch? Bin doch gerade erst reingegangen in den russischen Bereich. Das war jetzt schon ein bisschen seltsam. Symmetrie ist wichtig. Ja, dann warte ich eben noch kurz. Ah, der Swordsman muss hier wieder in die Stadt rein.
Astronomie ist fertig. Das Schöne ist, ich kann jetzt Karavellen bauen. Und die haben eine Transportkapazität von 3. Und die werde ich auch tatsächlich dazu nutzen. Movement auch von 3. Und ich glaube, plus 1 durch den Leuchtturm. Also 4. Und die Sternwarte soll ja in Berlin gebaut werden. Das hatte ich ja schon beim letzten Let's Play gesagt. Berlin muss vorher noch das fertigstellen, was es fertigstellen soll. Den Hafen noch kurz und dann geht's mit der Copernicus-Sternwarte weiter. Und die Einheiten müssen jetzt hier erstmal noch ein bisschen warten und rumstehen. Nicht, dass sie sonst gleich wieder rausgeschickt werden. Dem Arbeiter werde ich mal die Straße nach Rostock bauen. Noch was vom Dschungel befreit. Was will der Spearman hier? Will der mich ärgern? Hier wurde irgendwas beschädigt in Hannover. Die Bibliothek wurde zerstört, weil ich vergessen habe, hier die Ordnung wiederherzustellen, haben die Leute die Bibliothek zerstört. Ja, was soll man dazu sagen? Das bisschen Bildung, ja, Bildung schafft Freiheit und das zerstören die. Das ist doch dämlich. Naja. Nicht das Problem des Monarchen. Echt nicht. Ich habe hier ganz andere Sorgen. Zum Beispiel Bibliotheken bauen oder wieder aufbauen, wenn sie von der Einwohnerschaft zerstört wurden. Ich habe ja nicht so recht daran, dass ich jetzt in der nächsten Zeit schon in der Lage bin,
Einheiten auf den anderen Kontinent zu schicken. Hier werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal einen Siedler bauen, bevor ich am besten Siedler und einen Arbeiter, bevor ich das Aquädukt baue, weil jetzt kriege ich hier schon wieder keine Bevölkerungsvergrößerung mehr. Ah, ihr wartet wieder ein wenig. Na, hier ist auch alles fertig. Mal gleich mal die Straße nach Rostock angehen. Obwohl, das macht ihr ja hier schon. Dann vielleicht die Straße nach Regensburg. Du gehst jetzt hier rüber. Ja, automatically. No problem. Bank ist in Berlin gebaut. Die wollen jetzt auch schon die Copernicus-Sternwarte, aber der Hafen muss vorher noch durchgezogen werden. Auf jeden Fall schon gut eingekesselt hier, die Russen. Ja, dann werde ich mal den Angriff starten, würde ich sagen. Obwohl, die kommen hier gerade rüber mit einem Siedler und wollen eine neue Stadt bauen. Der greift ja natürlich meine Einheit an, was auch blöd ist. Vielleicht tut das auch nicht. Ist man nicht so recht. Ich schicke mal den Horseman hier hoch. Zur Verteidigung. Und mit dem Rest werde ich die Russen angreifen und versuchen, Minsk zu erobern, weil dann habe ich hier die restlichen Städte wirklich ziemlich eingekreist. Do it. Mann, wieder ganz knapp. München braucht Wasser. Brandenburg brennt ganz schön. Naja, das kommt alles wieder in Ordnung. Heidelburg ist jetzt komplett versorgt.
kann ich aber mit diesem Siedler hier nach Bremen gehen und dort unterstützen. Mit dem Arbeiter meine ich natürlich. Hallo Amerikaner, Republik gegen Engineering. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich ein okayer Deal, wenn ihr mir noch World Map werden sie wohl nicht machen. Ah, er beginnt gleich grimmig zu gucken. Kann sie ja mal proposalen? Nein. Dann aber 42 Gold. Jo, das ist ein Deal, würde ich sagen. Da kommen sie auch gleich angeschissen. Jo, der Worker ist fertig. Jetzt kann ich die Bibliothek wieder aufbauen. Kacke, ey. Aber vielleicht sollte ich. Vielleicht wäre es auch sinnvoller, nicht die Bibliothek wieder aufzubauen, sondern erst einmal ein Gericht zu bauen. So, wie weit ist dann dieses Art of War Ding? Oh, das ist ja gleich fertig. Das werden mir die Engländer wohl nicht wegschnappen, wenn sie das in der nächsten Runde bauen. Möchte jemand angreifen? Werde ich mal diese Einheit zur Verteidigung abstellen. Jo, auch ein Bergwerk. Und hier hole ich mir gleich mal die Trauben ins Haus.
Zur Heidelburg wächst nicht weiter, also baue ich hier auch mal Siedler und Worker. Oder noch bessere Idee, Heidelburg baut als, obwohl, nee, Siedler und Worker und dann als nächstes die Karavelle und ein Musketman. Genau, so eine komplette Ausstattung für den Besuch in der neuen Welt. Setzen. Ja, und der hier wollte jetzt hier oben ärgern. Das ist ganz schön uncool sogar. Ich jetzt nicht weiß, ob der das schafft. Und der braucht zwei Runden. Dahin aber nur eine. Ich hoffe, mir wird jetzt nicht die Stadt eingenommen. Dann habe ich aber einen doofen Fehler gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht richtig vorstellen. Aber das wäre dann echt dumm gelaufen. Dann müsste ich nämlich den kulturellen Radius wieder neu aufbauen. Aber ich denke mal, das wird klappen. Ich kann ja mal abspeichern. Zur Sicherheit. Oh, Brandenburg ist angebunden. Und auch Brandenburg braucht noch ein bisschen Wasser. Ein bisschen Bewässerungsanlage. Hier muss endlich mal die Straße ausgebaut werden. Fällt mir auf, der will mich wahrscheinlich angreifen. Der Russe. Naja, egal. Oh, jetzt wird es gleich spannend. Ob das klappt oder ob ich gleich. Ja, je kürzer das dauert, bis die Runde um ist, umso besser. Speicher nochmal. Okay, jetzt ist die Runde tatsächlich um. Er geht weiter. Er geht an der Stadt vorbei. Okay, in Berlin ist der Hafen fertig. Und in Berlin sollte ich jetzt vorher erst auch nochmal einen Siedler bauen. Weil die Stadt ist auch am Limit und kann nicht mehr weiter vergrößert werden. Bank ist fertig. Auch eine Stadt am Limit. Auch Siedler. Chemie ist fertig. Ich glaube, Chemie macht. Genau, Chemie ist nur so eine Übergangstechnologie. Wieder nichts passiert. Das ist tragisch. Aber nicht zu ändern. Nehmen erstmal den Vierer Longbowman.
Ich habe einen großen Führer bekommen. Das ist ja klasse. Ja, diese Great Leader, das ist jetzt auch so eine besondere Einheit von Civilization 3. Schauen wir mal, ob es da was in der Civiclopedia gibt, im Index. Kiwi Great. Gibt's irgendwie nicht. Ja, die können eben sch Gebäude schneller aufbauen, aber die können auch Armeen stellen. Und in dieser Armee können sich dann diverse Einheiten miteinander verbünden und die haben dann eine deutlich stärkere Angriffskraft. Und das werde ich euch demonstrieren. Und dazu schicke ich den mal hier runter. Achso, und die haben natürlich einen Bewegungsradius von jenseits von Gut und Böse. Wie man hier auch irgendwie sehen kann. Ziemlich gut. Ja, denke, das soll erstmal reichen für dieses Let's Play. Das war jetzt ja nicht so aufregend. Ich habe erstmal die Stadt Minsk eingenommen und wir haben diesen großen Führer bekommen. Und im nächsten Let's Play werde ich euch zeigen, was man damit machen kann. Und ich danke euch erstmal fürs Zuhören. Und habe Glück gehabt, dass meine Stadt da nicht erobert wurde von den Russen. Und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.